Ja, hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man blinde Scheinwerfer wieder schön durchsichtig bekommt, also klar. Denn das Problem ist, mit blinden Scheinwerfern kommt man unter Umständen nicht durch die Hauptuntersuchung. Und dann Austausch oftmals auch teuer ist und ja mit viel Aufwand verbunden ist, ja, scheuen sich viele davor. Ich zeige euch einfach mal, wie man mit einer normalen Politur und einer Poliermaschine also die Streuscheiben von Scheinwerfer wieder richtig schön bekommt. Dafür schwenken wir jetzt einfach mal aufs Auto und ich zeige euch, wie es funktioniert. Also der Scheinwerfer, den habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe den schon mal einmal grob drumherum abgeklebt. Man sieht hier, dass er doch recht blind ist. Also man merkt auch, dass er sehr rau ist hier. Und da werden wir jetzt einfach mal versuchen, wie schön wir den jetzt am Ende doch bekommen. So, wir packen einfach ein bisschen Politur auf die Poliermaschine. Verteilen das einmal kurz auf dem Scheinwerfer und legen dann einfach los. Ja, wir ziehen einfach mal die Folie hier ab. Also das Klebeband und wischen jetzt einfach nochmal mit dem Lappen hier einmal drüber. So, ja, und dann können wir schon sehen, das ist schon ziemlich gut geworden, muss ich sagen. Wir vergleichen einmal die andere Seite. Ja, hier sieht man ganz eindeutig, wie trüb die Scheiben sind. Hier richtig schön klar. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch mal die zweite Seite und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wobei, bevor wir jetzt die andere Seite auch mit der Maschine polieren, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, machen wir das einfach mal per Hand und gucken, ob wir per Hand auch genauso ein gutes Ergebnis hervorbringen können. So, hier würde ich sagen, benutzen wir einfach mal unser altbekanntes Applikator-Pad, um die Politur erstmal einzupolieren. Also ich würde sagen, so viel sollte komplett ausreichen. So, das sollte ausreichen und jetzt würde ich sagen, polieren wir das mit dem Tuch alles wieder aus. So, dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ja, also der Vergleich vorher-nachher ist natürlich schon klar zu erkennen. Jetzt müssen wir vergleichen, jetzt links und rechts. Ja, also ich muss sagen, das Ergebnis ist wirklich gut geworden. Per Maschine muss ich sagen, war es vielleicht noch ein Ticken besser als per Hand. Ansonsten müsste man halt per Hand vielleicht noch ein zweites Mal drüber gehen. Und dann denke ich mal, würde man das gleiche Ergebnis bekommen wie auch mit der Maschine. Ne? Weil wie gesagt, mit einer Maschine, wir arbeiten mit höheren Drehzahlen, als wenn wir per Hand das alles einreiben. Und wie gesagt, nicht jeder hat ja auch eine Poliermaschine zu Hause. Von daher, für die meisten Anwender wird es mit der Hand vollkommen reichen. Da muss man halt nur darauf achten, dass man eine Politur hat mit einer doch guten Schleifleistung und einem sehr hohen Glanzgrad. Es bringt halt nichts, irgendwie eine Politur zu nehmen, die halt kaum oder keine Schleifpartikel drin hat, dafür aber super glänzt. Wir müssen hier tatsächlich Material abtragen, weil sonst bringt das alles nichts. Ja, und ich würde sagen, wir sind durch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.